In Syrien dauern die Kämpfe trotz internationaler Friedensbemühungen an. Menschenrechtsgruppen berichten von Luftangriffen im Großraum Damaskus. Den Angaben zufolge sollen allein gestern mindestens 190 Menschen getötet worden sein. Das syrische Staatsfernsehen zeigte unterdessen Bilder von Flüchtlingen, die nach Aleppo zurückkehren. Dem Bericht zufolge hat die Armee von Präsident Assad die Stadt wieder unter Kontrolle, sodass viele Bewohner in ihre Häuser zurückkehren konnten.